So, da bin ich dann schon wieder. Dann laden wir mal die richtige ROM jetzt. Und ich glaube, das mit dem Bosskampf gefährt einen Vogel. Ich glaube, das benutze ich für die YouTube-Version. Für den YouTube-Upload, für die, die das verpasst haben heute. Das klingt schon irgendwie gut. Ja, Griffi hat einen Vogel, passt. Da muss ich aber, glaube ich, auch. Ja, ich muss das da in Twitch natürlich auch ändern. Wupp, dass es jetzt 6 Golden Coins ist. So, dann haben wir das. Und ja, dann laden wir die richtige ROM. Ich hoffe, die hält auch bis zum Ende durch, wie die hier. Das ist nämlich immer so eine Sache. Man kann halt Gameboy aber auch schlecht. Kann man ja schlecht am PC anschließen und streamen. Da muss ich darauf vertrauen, dass das funktioniert. So, Nintendo-Logo haben wir. Intro, aber soweit ja funktionieren ja viele. So. Ja, so. Und natürlich alles noch empty. Hier gebe ich mir aber ein bisschen mehr Mühe als beim ersten. Hier werde ich eine 100% machen. Ach Gott. Wie oft ich dieses Spiel gespielt habe. Aber ich muss auch hier peinlicherweise ehrlich gestehen. Von den Geheimleveln hätte ich damals nie erfahren, wenn mir die Freundin, die mir das Spiel geschenkt hat, nicht gesagt hätte, wo die sind. Ja. Boing. Und hepp. Ja, da kann man euch hier nicht tragen. Das war ein anderes Spiel. Wenn ich mich nicht irre. Bonk. Münzen! Oh Mann, bin echt gespannt, ob ich das alles noch zusammenkriege. Man kann ja heutzutage vieles im Internet nachgucken, aber. Ist mir jetzt wurscht. Hui! Erzieh dich. Also. Du auch. Ah, leben nämlich schon. Schadet nicht. Hier gab es immer diese Zwischenspeicher. Das war immer ganz nützlich. Doink. Wir haben es geschafft, uns ein Leben zu holen. Schaden tut's nicht. Und buff, buff. Ha, ich weiß noch, wie das geht. Ich weiß noch, wie das geht. Den hier und den Super Mario Land 1 und 2 habe ich sehr viel gespielt. Manchmal so im Urlaub oder so, wenn meine Mutter mir mein. Nein, daneben gesprungen. Mein Gameboy rausgerückt hat. Die hat den einkassiert damals, als ich den geschenkt bekommen hatte. Habe ich den eine Weile versteckt und dann hat sie den gefunden. Unter meinem Kopfkissen, während ich in der Schule war. Ja! Okay, das mit dem Rhythmus, mit dem Greifer, das habe ich nicht mehr raus. So, wo soll ich denn zuerst hingehen? Checken wir einmal kurz das Schloss. Für alle, die das nicht kennen. Ja, für diese 6 Felder hier müssen wir in jeder der anderen 6 Welten eine Münze einsammeln. Und wenn wir die alle haben, dürfen wir hier rein. Es ist nur die Frage, bei welcher Welt fangen wir an? Ich würde mal. Ja, ich würde mal ganz spontan sagen, wir gehen zuerst in den Weltraum hoch. Das ist irgendwie so der kürzeste. Das ist mehr oder weniger die kürzeste Welt.
Für den Fall, dass mein Schatzi sich entsprechend meldet. Gib mir die Blubberblase. Hui. Ich krieg zwar noch genug Münzen, aber komm, die nehme ich jetzt mal mit. Wer nennt mal die Abkürzung? Den Weltraum. Alec Mann ist auch noch hinzugestoßen. Willkommen. Ihr seid mir egal, Stachis. Ich flieg hier an euch vorbei. So. Ich will nur hoch in den Weltraum. Feuerblume ist ja schon okay. Hasenohren machen im Weltraum wenig Sinn. Wegen der Schwerkraft. Blub. So. Suchen wir mal den Mann im Mond. Ah ja, das war schon immer etwas kniffliger. Dann biegst du ab. Es wird ein Pilz. Das Greiferspiel mag ich lieber. So. Willkommen in der Space Zone. Da ist eine Sternschnuppe vorbei. Da wünscht euch was. Das war schon immer sehr cool, dieser Level mit der Schwerkraft hier so. Antigravitation. Ne, nicht Anti. Zero. Gravitation. Boop. Doi. Na komm. Bisschen schwer zu steuern. Aber schon ziemlich cool. Diese Schweinchen sehen wir später noch öfter. Doi. Ah, abgerutscht. Ich will da hoch. Ich will das Herz haben. Na? Ja, ich muss diese Stelle hier nehmen. Die kleinen von da unten reichen nicht. Was mache ich denn für Blödsinn? So, jetzt. Hui. So. Hier werde ich Safe State, soweit ich kann, eigentlich vermeiden. Aber im Schloss, weil ich da meinen eigenen Spezialtrick habe, wie man durch das Schloss zu Wario kommt, da werde ich dann doch nochmal Safe States benutzen. Aber so in den normalen Leveln muss ich das nicht unbedingt. Sofern ich all die Taktiken und Techniken wieder zusammenbekomme, die ich damals benutzt habe als Knirps. Das ist eine Weile her. Doink. Hui. Eine neue Feuerblume wäre gegen den Boss natürlich auch nett. So. Der Saturn da hinten, der grinst sich einen ab. Hui, bunk. Bunk. So. Hier gab es ja auch keine Punkte mehr, wie im Einser. Hier läuft das alles ein bisschen anders. So. Wenn ich aber von da oben komme, gibt es, glaube ich, wieder das Glöckchen. Ja. Verdammt. Der hat mich leider mit seiner blöden Kugel noch erwischt. Ja, mein Greiferspiel. So. Kann ich es doch noch. Noch kein Leben verloren. Im ersten sei so oft verreckt, aber hier im zweiten. Das ist natürlich blöd. Das will die Feuerblume nicht mehr haben. Na gut. Diddle diddle diddle.
Ach Gott, wie ich diese Level geliebt habe. Ups, ich bin zu weit rüber gerutscht. Naja. So schlimm war der Spaceman aber auch nicht. Da gibt es kniffligere Bosse. Als den Weltraummann. Müssten wir jetzt so durchpassen, weil wir ja eh klein sind. Man kann sich auch geduckt schieben lassen unter denen. Das ist auch kein Problem. Nicht zu nah. Ein Weltraumkugelfisch. So. Was macht ein Kugelfisch im Weltraum? Naja. Ich bin nicht so gierig auf Münzen. Münzen gibt es ja echt genug. Wenn ich was ganz Bestimmtes brauche... Ah, nein! Ah, da hat es mich eingeklemmt. Wenn ich was ganz Bestimmtes brauche, reichen die Münzen dann schon. Die bauen wir ja eigentlich mehr nur da in der Slot-Machine, da in dem einen Häuschen. Wenn man was ganz Bestimmtes haben will. Oder man nimmt, macht sich die Mühe und läuft halt mal durch ein Level durch, wo es das gibt. Feuerblume oder Hasenohren. Und da passt das eigentlich auch. Wir können uns ja den Spaß machen und uns auf 99 Leben hochkaufen mit den Coins. Auf meinem Modul habe ich das tatsächlich. So. Ich lasse mich jetzt nicht nochmal neben so einem Stein einklemmen. So. So. Wie war das hier mit Leben kriegen? Genau, man bekam sie durch Bonus-Level. Also die Bonus-Dinger am Ende. Man kann sie in Leveln finden. Wenn man den 100. Gegner, da ist ja dieser Counter da unten, da steht gerade 19. Wenn man den 100. Gegner besiegt, bekommt man einen Unverwundbarkeitsstern. Wie den da. Muss aber nicht sein. Na, mach die Glocke an. So. So. Das müsste nochmal irgendwas sein, das mich groß macht. Jawohl. Keine Feuerblume, damit wäre es ein bisschen einfacher, aber okay. Es ist ja nur der Alien in seinem Raumschiff da. Ah, ich bin zu spät gehüpft. Ah. Nee, der Trick funktioniert nicht. Ah, ich war beim falschen Boss, bei dem das funktioniert. Elecman, willkommen im Schwarm. Nein, zu hoch. Wenn du auf solche Retro-Sachen stehst, freu dich auf noch mehr. Ich habe eine große Liste an Spielen. Wobei ich hauptsächlich wirklich aber nur Titel spiele, die ich auch selber besitze. Ne, also. Also komm, den habe ich doch noch nicht berührt. Aber gut, Spiel, wie du meinst. Ich bin mir sicher, ich hatte den noch nicht berührt. Ich.
Ich hab den doch niemals schon berührt. Na, Dude. So. Hier kann man so viel Leben sammeln, dann machen wir jetzt keinen Blödsinn mit dem Safe State, so. Auf, komm. Lass mich hier rüber. Na? Ich habe ihn nicht richtig berührt. So. Jetzt habe ich ihn berührt. Was? Ich bin auf seinem Kopf gewesen. Ich war auf seinem Kopf. Einer der einfachsten Bosse. Ja, genau. Und ich scheitere. Gott, ist das peinlich. Eieiei. Ich hab doch wohl seinen Kopf berührt. Was war denn das schon wieder? Ihr habt's doch auch gesehen. So. Meine Güte. Könnt mich nicht daran erinnern, dass der Bereich des Kopfes so klein war, den man da treffen muss. Oh, was hat das jetzt gedauert? 10 Minuten? Das war sehr schnell. Das war der kleinste Level überhaupt.